BISTV wird Ihnen präsentiert von Stilhaus, Minergy, NAV Group und bauschweiz.ch. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur Oktobersendung von BISTV. Mein Name ist Elena Zgorelek und ich freue mich sehr, Sie ab jetzt und in Zukunft als Moderatorin begleiten zu dürfen. Es ist Herbst und passend zu den bunten Farben draussen sind wir für Sie diesen Monat auch ganz kunterbunt unterwegs gewesen. Wir sind schauen, was es auf dem Markt Neues gibt im Bereich Bauen und Wohnen und haben zwei sehr interessante Ausstellungen besucht und ganz viele Eindrücke dazu gesammelt. Von den Bautagen im Stilhaus in Rottrisch ziehen wir dann weiter, machen einen Abstecher nach Luzern an die Messe Bauen und Wohnen. Und natürlich hat der Toni auch wieder ganz etwas Spannendes zu erzählen, bevor der Veranstaltungskalender und natürlich auch das Gewinnspiel mit einem tollen Preis dann schon wieder das Ende von unserer Sendung ankünden. Zuerst sind wir an den Bautagen im Stilhaus in Rottrisch gewesen, wo diesmal das Bad als Wohlfühloase ganz im Fokus gestanden ist. Nebst dem Fest haben wir Einblick bekommen in ein Handwerk, das westliche Werte mit arabischer Tradition verbindet. Und sogar ein bekanntes Gesicht getroffen, das wir rund ums Thema Bad für Sie haben dürfen interviewen. Wir sind hier im Stilhaus. Es ist ein grosser Anlass, der Bautag, zum Thema Wellness, Bad und Wohlfühloase. Neben mir steht der Centerleiter Herr Frank Bell, und ich stelle gerade die Frage an Sie. Umschreiben Sie doch kurz, was passiert. Wir haben heute aus unserer Erlebnisreihe zum vierten Mal die Bautage im Stilhaus. Was passiert dieses Mal? Wir haben immer verschiedene Themen. Das erste Mal war das Thema Innenausbau, beim zweiten Mal gab es das Thema Küche und jetzt zum vierten Mal haben wir das Thema Bad und Wellness. Warum machen wir das? Wir möchten die Besucher informieren zu allen Themen, die aktuell im Trend sind, die Bedürfnisse der Kunden entsprechend abholen. Woher kriegen wir die Informationen vom Markt, von den Veränderungen am Markt, von unseren Mietern und natürlich auch von unseren Mitarbeitern, die permanent auf der Suche sind nach dem letzten Schrei sozusagen. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down. Sit right on your feet. Es ist schon richtig viel los. Es ist erst 11.15 Uhr am Morgen. Ein Feuer brennt, die Band baut gerade auf. Artet es gerade aus? Oder ist das in eurem Sinn, dass das im Rahmen eines Festes stattfindet? Also es ist natürlich in unserem Sinn, dass wir das so festlich zelebrieren. Warum machen wir das? Weil wir wollen einfach ein Einkaufserlebnis schaffen. Der Besucher soll nicht einfach reingehen, sich irgendwie beraten lassen, zwei Stunden und mit 20 Kilo Prospekten nach Hause gehen, sondern wir möchten, dass er vielleicht noch nebenzu eine schöne Bratwurst genießt, von unserem Feuerring frisch zubereitet. Parallel kann der Mann sich vielleicht noch bei unserem Weinhändler einen Wein degustieren lassen von über 200 offenen Weinen, die wir hier permanent degustieren. Und die Frau kann sich beraten lassen, ob sie sich jetzt eine Bulltaub-Küche kaufen möchte oder lieber eine Küche eines anderen Herstellers. Mann, Frau, ich stelle Sie Ihnen als Mann auch gerade noch eine Frage. Nasszone, das Bad, wenn Sie sich etwas wünschen könnten, was würden Sie sich in Ihrem Bad, in Ihrer Nasszone installieren? Also ich würde mir gerne eine Dampfdusche installieren, wobei es ist schon passiert. Ich bin in der glücklichen Lage, eine zu besitzen zu Hause. Leider fehlt mir die Zeit, sie oft genug zu nutzen. Jetzt jedoch in der kühleren Jahreszeit nehme ich mir doch gerne mal die Zeit, abends nach Feierabend, nach einem anstrengenden Arbeitstag, dort ein bisschen einfach abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Im Anschluss noch ein Gläschen Wein und dann ist der Feierabend für mich gerettet. Dankeschön vielmals für Ihre Erläuterungen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir rein ins Stilhaus. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down. Sit right on your feet. Been talking to my babe. The babe talking. Sit the babe. Wir sind hier im Stilhaus und ich habe jemanden gefunden, Tanja Gutmann. Und ich würde mich gerne jetzt an dich richten und eine Frage stellen. Ehemalige Miss Schweiz, damals wahrscheinlich sehr viel Zeit im Bad verbracht. Ich weiß nicht, wie es heute ist.
Gibt es irgendetwas, du als Frau im Bad, Spiegel, wo du dir heute anders wünschtest, als du es damals hattest? Also ich bin jetzt weniger vor dem Spiegel als dann zumal. Das ist definitiv richtig, um zu deiner ersten Frage zu kommen. Ich habe viel weniger Zeit, weil ich bin jetzt eine Mami. Und mir ist auch geübter im Schminken über die Jahre. Das heisst, es macht zack, zack, zack und dann ist die Sache erledigt. Was ich mir anders wünschen würde? Ja klar, einfach mal ein Bad, wo dir wirklich gefällt. Ich habe jetzt noch nicht ein eigenes Haus, wo du das wirklich selber kannst einrichten kannst. Ich finde das immer ein bisschen schwieriger bei Mietwohnungen, weil dort sind die Bäder immer so schrecklich. Also von dem her, ich würde mir echt ein Bad wünschen, das wirklich einfach optisch schön ist, weil ein Bad ist ein Ort, wo man sich wohlfühlen sollte. Wenn ich ein Bad nehme, dann würde ich entspannen und nicht denken, oh Gott, das ist ein schreckliches Blättchen. Gutes Licht finde ich extrem wichtig. Also gerade für Frauen, wenn man sich schminkt oder du stehst am Morgen auf und zum Teil in der Hotel, Licht von oben macht zack, bumm und du fühlst dich einfach nur noch scheiße. Also gutes Licht, Platz, schöne Materialien, ja, Stil. Das ist gut. Früher, vor 200-300 Jahren, da war eine Badewanne oder ein Badezimmer den Reichen vorbehalten und irgendwann kam aber natürlich auch die Hygiene für die Allgemeinheit und es wurden dann im Laufe des 20. Jahrhunderts kleine Nasszellen auch in günstige Wohnungen eingebaut und heute ist es natürlich Standard und man hat den Anspruch, dass das Bad ein richtiges Zimmer ist, also quasi ein wohnlicher Raum. Man möchte sich natürlich waschen, aber man möchte auch entspannen, man möchte sich wohlfühlen und man möchte das Bad auch wie die restliche Wohnung einfach individuell gestalten und als Wohlfühlraum und nicht einfach als karge Nasszelle. Welches Objekt hast du da innen schon entdeckt, wo du würdest sagen, das nehme ich jetzt einfach mit? Das ist im Fall extrem schwierig. Du kommst da rein und denkst, hey, boah, das ist geil, das könnte jetzt, das wäre im Fall auch noch voll mein Geschmack. Also so von den Möbeln und so, schwierig, aber so für das Wohlfühlen, so eine Massagesessel. Im Moment komme ich mir vor wie auf dem Sessel von meinem Coiffeur. Aber jetzt warte, jetzt kommt es bloß. Oh, mach die Massage. Oh, what the hell she did? I got my eyes on you. Well, she's my babe. Oh, she's mine. Oh, my, she's my babe. Oh, she's mine. Hallo Sarah, wir sind hier bei dir am Stand. Futa, magst du uns kurz deine Geschichte erzählen? Ich bin Zara Ganushi. Ich stamme von Tunesien ab und von der Schweiz. Ich habe also zwei ältere Teile, die von unterschiedlichen Kulturkreisen herkommen. Ich habe die Tücher, die feingewobenen Baumwolltücher in Tunesien bei meinem Papi kennengelernt, als ich ihn besucht habe, erlebt in Tunesien. Und habe mich damals als Kind schon in die Tücher verliebt. Er hat mir dann erzählt, dass das aus dem Kulturkreis von Tunesien kommt, dass es Handwerkskunst ist. Das hat mir enorm Eindruck gemacht. Und so habe ich dann, nachdem ich eine Designausbildung in der Schweiz gemacht habe, wollte ich die beiden Kulturen in einem Projekt zusammenbringen. Das heisst Schweizer Design zusammen mit dem tunesischen Handwerk. Und so sind dann die Tücher entstanden. Was präsentierst du hier jetzt im Stilhaus und im Stand? Wir haben unsere Tücher, die wir präsentieren, die es in zwei Grössen gibt. Die sind, wie gesagt, aus dem Hammam-Kultur kommen die. Sind also sehr saugfähig. Man kann sie für alles benutzen, wie man Frottentücher benutzt. Sie trocknen einfach ein bisschen schneller und sind auch sehr handlich. Also nehmen auch nicht viel Platz ein und sehen dazu noch ästhetisch recht nett aus. Und die gibt es eben in zwei verschiedenen Grössen. Und dann haben wir noch eine dritte Serie, die Upcycling heisst, wo wir das Ausschussmaterial in neue Produkte umwandeln, damit man möglichst ressourcenschonend agiert. Dankeschön vielmals. Ich wünsche ganz viel Glück weiterhin mit dem Produkt, mit dem Stand und hoffe, das kommt gut. Merci vielmals, sehr lieb, danke. Jetzt haben wir noch versucht, ein paar Besucher vor die Kamera zu kriegen, was nicht immer ganz so einfach ist. Was haben ihr gefunden? Beim Seifen machen, sind wir vorbeigegangen. Persönlich oder nicht? Oder? Was macht das? Seifen. Es gibt vieles, wo wir daheim sicher haben können, aber es ist schon noch speziell, was es hier hat. Speziell aufgefallen, speziell schön. Eine Badwanne, eine Holzbadwanne, natürlich. Die ist der Hammer. Da haben wir sie gefunden. Also wenn ich Platz hätte, würde ich die glaub, bei mir auch mal in die Wohnung stellen.
Exklusivität muss nicht teuer sein. Scharfe Preise bei Exklusivküchen. So schmeckt das Leben besser. Alles rund ums Bauen und Wohnen auf bauschweiz.ch. Und kunterbunt, wie schon angekündigt, geht es weiter. An der Messe Bauen und Wohnen in Luzern sind wir auf neue Ideen gestossen. Wie man mit Holz umgeht, Finger als Schlüssel benutzt und das Schmieden noch lange nicht der Vergangenheit angehört. Viel Spass beim Schauen. Wir sind hier an der Messe Bauen und Wohnen in Luzern. Neben mir steht der Herr Marco Biland. Ich stelle gerade die Frage an ihn. Was sind die zentralen Themen von der heutigen Messe? Ja, ich denke, das Bauen steht natürlich im Fokus von dieser Messe. Auch, dass ein Hauseigentümer oder ein angehender Bauherr da das findet, was er sucht. Also wir haben 300 Aussteller, die alles zeigen rund ums Bauen, das Renovieren, das Sanieren. Und das ist eigentlich das, was das Publikum sucht und auch da seine Fragen eigentlich kann beantwortet bekommen. Und das ist das Ziel dieser Messe. Ich habe gehört, 17 Jahre gibt es die Messe schon. Wie sieht es aus? Was sind so die Veränderungen, die Tendenzen für die Zukunft? Ja, in diesen 17 Jahren ist sicher viel passiert im Baubereich. Die Energiefrage ist natürlich eine Riesenfrage für jeden, der heute etwas Neues baut. Was verbaue ich da, wo nachher verhebt für die nächsten Jahre? Und Energie ist ein Thema, aber natürlich auch der Innenausbau, Individualismus, also wie tut man sich verwirklichen, wie kann man sich da ausleben. Und da ist einfach ein breites Angebot wichtig und das können wir auch bieten in Luzern an den Bauen und Wohnen und das ist mir sehr wichtig persönlich. Danke schon vielmals für die Erläuterungen. Ich würde sagen, wir gehen rein und schauen. Ist gut. Über 18.000 Besucher aus der ganzen Zentralschweiz konnten vom 1. bis zum 4. Oktober an der Messe Bauen und Wohnen in Luzern ihre Neugier am Planen und Bauen stillen. Sie stießen bei 300 Ausstellern auf neue Ideen, breites Wissen, eine enorme Produktevielfalt und spannende Angebote für das Eigenheim. Die Zufriedenheit lag auf Besucher- wie auf Ausstellerseite. Offene Fragen wurden kompetent beantwortet. Daraus entstehen viele Nachfolgegeschäfte. Herr Job, stellen Sie sich kurz vor, wer sind ihr, was produziert ihr, was macht ihr? Wir sind Holzbauer, wir erstellen sämtliche Holzbauten, konstruieren das auch bei uns im Büro. Das kann sein von Dachkonstruktionen, Einfamilienhäuschen, Mehrfamilienhäuser, bis über zu Scheuren, Brücken oder Hallen. Das kommt alles aus einer Hand. Speziell bei uns ist das Presto-System, ein Massivholzsystem, das wir selber entwickelt haben, das wir vor allem an Wohnbauten damit konstruieren. Gesamthaft sind wir 84 Leute und davon sind 12 Lehrlinge, die wir ausbilden als Zimmermann. Die sind sehr breit vertreten. Was geht vielleicht konkret nochmal auf Spezialitäten ein? Ich habe gehört, so Schallschutz und in die Richtung. Könnt ihr uns das kurz beschreiben? Ja, wir zeigen hier aufzeigen, was mit dem Holzbau alles möglich ist. Und vor allem auch mit unserem Bressa-System, ein Massivholzsystem. Gerade bezüglich Schallschutz bringt das viel Vorteil. Im mehrgeschossigen Holzbau ist das ein grosses Thema. Und wir sind auch fähig, mit dem Bressa-System Holzbetten von Bonddächern zu konstruieren, wo in Mehrgeschossen sehr viel eingesetzt wird und eben die Schallschutzproblematik optimal löst. Herr Job, jetzt mit den Kunden, wie sieht das aus, der allgemeine Kunde? Wer ist das bei euch und wie muss er sich einen Ablauf mit Ihnen vorstellen? Die Kunden sind ganz verschieden, wenn es ganz verschiedene Leute, die bei uns Kunden sind. Der Ablauf zeige ich gerade gerne zeigen an diesem Beispiel. Das ist ein Bauernhaus, mehrgeschossig, das wir dürfen ausführen. Wir arbeiten sehr gerne mit Architekten zusammen, wir planen nicht selber planen. Aber so ein mehrgeschossiges Holzhaus hat verschiedene Ansprüche, die gestellt werden. Und die lösen wir dann vor allem die holzbautechnischen Sachen. Und dort drin können wir natürlich auch alle Installationen und so weiter, die wir in einem solchen Objekt begleiten und auch Lösungsvorschläge haben. Technik ist das eine. Wir sehen, ihr habt ja schon einen grossen Erfahrungsschatz. Wie sieht es mit den Werten aus? Wie geht ihr hier mit den Kunden um? Für mich wichtig ist ein gutes Arbeitsklima und die Eigenverantwortung der Leute. Wenn sich Mitarbeiter wohlfühlen am Arbeitsplatz, können sie auch eine optimale Leistung erbringen. Und wir haben ein gutes Führungsinstrument, das TQM. Mit dem haben wir die Führung und die Qualitätssicherung.
Und Mitarbeiter haben gemerkt, dass sie mit diesem Instrument ihre Arbeitsplätze mitgestalten können. Und das trägt sehr viel zu einem guten Arbeitsklima bei. Und die entsprechenden Feedbacks kommen sogar von den Kunden über. Und das freut mich immer sehr. Es ist eine sehr interessante Zeit für uns Holzbauer. Es wird in der Schweiz länger sind mehr Bauten in Holz ausgeführt. Wir sind jetzt über alle Kategorien hineingesehen, etwa bei 15%. Und das gibt uns natürlich optimales Potenzial, um hier weiter auszubauen. Dankeschön vielmals. Ich wünsche alles Gute mit Ihrem Stand. Danke vielmals. Idealbau. Grüß euch wohl, Herr Schenk. Könnt ihr euch kurz vorstellen, was ist eure Funktion in dieser Firma und was produziert, was macht Idealbau? Mein Name ist Reto Schenk, ich bin Inhaber und Geschäftsführer von Idealbau AG und wir sind im kompletten Hochbau tätig. Das heisst, wir bauen Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, aber auch Industrie- und Gewerbauten. Die haben 50 Jahre Erfahrung in eurem Betrieb, es ist ein Familienbetrieb. Was sind euch wichtige Werte? Uns geht es eigentlich darum, dass der Kunde am Schluss auch tatsächlich wirklich zufrieden ist und uns eigentlich weiterempfehlen tut. Das vielleicht in den nächsten paar Jahren, vielleicht auch 20, 30 Jahre später als seine Kinder. Also wir haben es immer wieder, dass wir Bauherren haben, die in einem Haus von Idealbau aufgewachsen sind, wo ihre Eltern sich vor 30, 40 Jahren entschieden haben, mit uns zu bauen. Was ist im Moment aktuell? Also wir sind schwergewichtig im Wohnungsbau tätig und dort ist ein sehr wichtiger Teil das Einfamilienhaus. Und da es eigentlich nicht mehr immer die freien Parzellen gibt, die man drauf bauen kann, gibt es eigentlich mehr die Frage, soll ich das Haus sanieren oder soll ich unter Umständen etwas anderes wählen. Dort ist der Abbruch immer das grosse Thema und das kommt eigentlich gängig mehr vor, dass man das Haus abbrechen, das komplette Haus abbrechen oder zum Teil auch nur einen Teilabbruch. Man lässt beispielsweise das Untergeschoss stehen und baut nachher von dort drauf ein neues Haus auf. Jetzt, wenn man das so macht, wie soll man sich da den Ablauf vorstellen? Das Haus wird abgebrochen, der Keller bleibt. Habt das denn? Wie soll sich das der Kunde vorstellen? Das ist eigentlich eine grosse Aufgabe von uns, respektive auch von unseren Ingenieuren, dass das natürlich geprüft werden muss, ob ein Keller von der Substanz her noch gut genug wäre, dass man darauf aufbauen kann. Also das heisst, ob er von Feuchtigkeit her, von Statik her, würde verhaben und funktionieren. Wenn das möglich ist, kann man dort darauf weiter aufbauen. Und wenn man muss sagen, die Substanz vom Untergeschoss ist halt auch nicht mehr so gut, dann nimmt man halt das Untergeschoss auch noch weg. Aber das tut man dann meistens nachher, wenn man das Projekt näher anschaut, zusammen mit den Spezialisten entscheiden. Herr Späni von Zentralstaubsauger AG, erklärt uns doch das komplizierte Röhrensystem, das anscheinend aber gar nicht so kompliziert ist. Nein, es ist wirklich etwas sehr Einfaches. Maschine, der Zentralstaubsauger, den hängen wir irgendwo im Keller unten an die Wand anhängen. Und dann probieren wir pro Etage eine Zugdose zu setzen, wo wir dann im Zentrum machen, dass man mit einem 7 bis 9 Meter Schlauch locker eine Etage reinigen kann, damit man nachher in die nächste weitergehen kann. Was sind die grossen Vorteile von eurem System? Wir tun nur absaugen. Das heisst, den Dreck, den wir abgesaugt haben, tun wir nach der Filtrierung beim Gerät über die Abluftleitungen rausleiten. Und so tun wir eigentlich nicht wieder Mikrostaub in die Haus zurückblasen, wie man das mit herkömmlichen Staubsaugern macht. Dann der Motorenlärm ist dort, wo das Gerät aufgehängt ist, im Keller unten meistens. Durch das ist der Benutzer nicht mehr gestresst, weil er keinen Lärm hat. Und mit dem leeren Schlauch sagt eigentlich meine Frau, spaziere ich heute das Haus durch, wenn ich dort die Arbeit, sonst so strenge Arbeit eigentlich mache. Gibt es da die Möglichkeit für jemanden, der jetzt nicht gerade ein neues Haus baut, sondern der ein Haus schon besitzt, aber so einen Zentralstaubsauger möchte haben, wo das irgendwie auch funktioniert, ohne dass es zu kompliziert wird? Ja, das ist eigentlich langsam unsere Hauptaufgabe, weil es gibt ja natürlich viel mehr Häuser, die das nicht drin haben, als neue, die gebaut werden. Und dann kann man es mit zwei, drei Kernbohrungen kann man das erledigen in einem Tag. Wir kommen am Morgen, am Abend ist es drin. Das ist wahnsinnig schnell, es erleichtert
Putzarbeit und es ist auch schnell eingerichtet. Preisklasse, wie sieht das aus? Dürfen Sie da schon etwas sagen oder machen Sie das individuell dann immer ab? Ja, man kann natürlich dem Kunden schon auch etwas mitgeben. Also ein neues Einfamilienhäuschen mit 3 Etagen, Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss, machen wir heute fix fertig mit 5 Jahren Garantie zwischen 3.500 bis 4.000 Franken. Ich habe eigentlich das Teil, das ich mitnehme von Etage zu Etage. Und ich kann diese Menge Schlauch zu der Wand ausziehen, die ich brauche, zum Arbeiten. Das heisst also, der Schlauch ist im Haus eingebaut. Dann stecke ich den hier an. Ich erledige meine Saugen. Und nachdem ich fertig gesaugt habe, habe ich das in einer Sekunde verräumt, indem ich einfach die Hand drauf hebe. Soli, fertig. Kreieren Sie Ihr individuelles Einfamilienhaus zum Festpreis mit dem Online-Konfigurator unter www.hauskonzept.ch. Wenn Sie ein Schnäppli machen, besuchen Sie jetzt die Baubörse auf bauschweiz.ch. Herr Potetz, Geschäftsführer von der IKI, erzählen Sie uns doch kurz, was ist Ihre Funktion genau und was stellen Sie her? Mein Name ist Hans Potetz, ich bin Geschäftsführer von der IKI Schweiz Liechtenstein. Die Firma wurde vor 10 Jahren gegründet. Und wir machen den Vertrieb in der Schweiz. Von der Herstellung ist so, wir sind ein Biometriehersteller, also das heißt biometrisches Zutrittssystem für ziemlich alles. Zum Beispiel, da haben wir eine Maschine, wir können alle elektronischen Maschinen können wir betreiben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel da mal einen Kaffee auslaufen möchten, drücken Sie mal bitte. Zum Beispiel Kaffeetasse, ne? Funktioniert es nicht. So kann ich das einfach einschränken. Wenn ich aber meinen Finger drüber ziehe, dann kommt selbstverständlich ein Kaffee raus. Also da kann ich alles, was elektronisch ist, kann ich mit dem Finger heute betreiben. Ob das ein Haus ist, ob das ein Garagentor ist, ob das ein Bürogebäude ist mit Lift. Wir haben zum Beispiel ein Anlager bis zu 600 Personen mit Bürogebäude. Wir haben ein Fitnesscenter bis 3.500 Fitnessleute, die gehen am Morgen rein. Ab 5 ist offen, bis um Mitternacht, ohne Personal, ohne alles, wird alles mit Finger gemacht. Der Vorteil vom Finger ist, ich kann ihn nicht hergeben, ich kann ihn nicht ausliefern. Es kann kein Schwindel betrieben werden, eine Karte kann ich klauen, einen Code kann ich abschauen. Der Finger ist wirklich einzigartig. Und IKI ist spezialisiert auf den Fingerprint. Wir sind Marktführer in Europa und liefern in 56 Ländern der Welt. Ja, wir haben da extra was für die Messe gemacht, zum zeigen, auch für euch und die Besucher, wenn sie kommen, wie einfach das geht. Das heißt, ich tippe den Finger an, der Finger geht in Lernmodus. Wenn Sie jetzt den Finger bitte drüber ziehen, das ist sehr wichtig, einfach drüber ziehen. Jetzt hat er sie eingelernt und wenn Sie nochmal drüber ziehen, jetzt hat er sie erkannt. Belohnung auf der Messe, dem Platz gibt es zwar nur da, zu Hause dann immer. Dankeschön für die Frage. Jetzt hier am Stand, was würde der gerne den Kunden weitergeben? Wir dürfen heute 10 Jahre IKI feiern. Und wir möchten alle Schweizer Besucher auf Messen und vor allem auf dieser Messe hergehen. Wir haben also ein Cashback gemacht. Das funktioniert so, wenn Sie auf Ihrer Region, auf Ihren Händler hineingehen und Sie dort kaufen Sie ein IKI. Dann können Sie die Rechnung schicken und Sie kriegen Cash, das Geld 5% vom Materialwert für IKI zurück. Also Nachtessen mit der Frau schaut immer aus. Also in dem Fall gehen Sie an der Messe vorbei. Den Prozentrabatt kriegen Sie nur, wenn Sie am Messestand bei euch vorbeikommt. Und jetzt würde ich sagen, genieße ich meinen Kaffee. Trinkt ihr auch noch einen mit? Oder? Wir sind bei der Familie Ristic. Ja. Es ist ein sehr spezieller Stand. Mögt ihr mir kurz erzählen, wer ihr sind, was ihr macht? Also im Moment machen wir meistens mit Kunstschmiede, dank meinem Sohn, welcher auf die Lehre war, erste Jahr. Und jetzt geht er noch nach Serbien bei einem Spezialist, nur wirklich Kunstschmiede zu lernen, weil in der Schweiz leider haben wir fast keine Schmiedearbeiten mehr. Und durch ihn bin ich zugestoßen auf Schmieden und jetzt in etwa 3 Monaten haben wir das produziert und wollten gern präsentieren, was wir so machen und was ist alles machbar.
Sind das sozusagen eure ersten Werke? Sie sind speziell, es sind Kunstobjekte. Ist das richtig so? So ist richtig, aber trotzdem, wir können diese Kunstwerke auch praktisch benutzen. Beispiel diese Schlange da. Man kann sie auch als Türhalter bei schweren Türen benutzen, stoßen. Oder Zepter vorne mit Schlange, betreffend Medizin, ein Symbol. Und selbstverständlich haben wir eine Spinne gemacht, zu zeigen, dass auch Spinne kann ein schönes Objekt in einer Firma sein. Alles klar. Habt ihr die Sachen jetzt daheim geschmiedet? Habt ihr eine eigene Schmiede euch eingerichtet? Wie sieht das aus, wie der Arbeitsprozess? Genau, wir haben die einen selber gebaut, die Äste. Da steht, wo man das Feuer hält. Ein Amboss dazu und halt alles, was in der Werkstatt so hat. Kurz nochmal zu Ihnen, was ist Ihre Inspiration, wenn Sie die Produkte machen? Ich sehe Schlangen, Spinnen, Edelweiss. Wie kommen Sie auf die Themen? Ja, meistens kommt es gerade von allein. Wenn man zum Beispiel eine Stange nimmt, sie ein bisschen ausdünnt, wird es halt, ja, spontan wird es halt zu einer Schlange oder also immer. Es fügt sich. Also für Schlange muss ich etwas sagen. Als Kind war ich beraten von meiner Mutter. Sie hat riesige Angst vor Schlangen gehabt, überall im Dorf, im Hof Schlangen zu töten, weil sie hatte riesige Angst. Dann habe ich mit der Zeit schlechte Gewissen bekommen und jetzt schaue ich ein bisschen mich zu revanchieren und Menschen zu zeigen, die Schlange kann auch als was ästhetisch sein. Man muss man wirklich nicht schauen durch die Religion oder Vorurteile, dass diese Tier etwas böse ist. Dankeschön vielmals für Ihre Erläuterungen. Ich wünsche alles Gute mit eurem Stand. Danke auch. Viel Spaß noch damit. Auch beim Toni wird es langsam Herbst, aber er nutzt sein Älterwerden und hat uns wieder mal einen super Tipp zum Thema Wohlfühlen und Gesundheit. Grüezi miteinander. Ja, mir ist etwas so glatt passiert. Letzte Woche ist der Chef zu mir gekommen und dann sagt er, Anton sagt er. Ja, dann sagt mir eben noch immer Anton, nicht Toni. Die werden doch in 2 Jahren etwa pensioniert. Er hat gesagt, ja, ich weiss es schon. Ich freue mich schon ein bisschen. Dann hat er gesagt, Anton, weißt du was? Ab jetzt geben wir dir noch jemanden zum Helfen, wo jemand, der dir helfen kann, putzen. Ja, so Freude. Dann hat er noch gesagt, wieso schaffst du eigentlich noch 100%? Bau doch ein bisschen ab. Jetzt hast du ja Hilfe bekommen. Kannst doch einfach mit 80% weiterfahren. Und jetzt wissen Sie, was ich mache. Ich gehe jeden Tag eine Stunde laufen am Morgen. Sieh, das ist irrsinnig toll. Wenn ich komme, arbeite, ich bin so motiviert. Aber eben, ich muss am schon wieder nachher arbeiten. Darum gehe ich jetzt, sonst wird dann die Ludmilla wird dann hässig. Sie wollen nie wieder Rasen mähen, nie wieder düngen und dabei jederzeit einen Rasen in saftigem Grün haben? Kein Problem mit Kunstrasenprofi. Der Spezialist für Ihre Wünsche im Handwerkerregister auf bauschweiz.ch. Und jetzt kommen wir zum Veranstaltungskalender. Vom 26. bis am 29. November 2015 findet die Messe Bauen und Wohnen in Bern statt und zur gleichen Zeit am gleichen Ort die Messe Bauen und Energie. Am 17. Oktober 2015 eröffnet Glas Trösch Interieur im Stilhaus in Rotrist einen neuen Showroom. Kommen Sie vorbei! Die Ausstellung ist eröffnet vom 10 Uhr morgens bis am 6 Uhr abends. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Aber wie immer gibt es auch das Mal etwas Tolles zu gewinnen, und zwar ein iPad Mini 2. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie ganz einfach den Kanal abonnieren, das Video kommentieren und dann sind Sie auch schon beim Rennen mit dabei. Mit diesen Worten verabschiede ich mich ganz herzlich von Ihnen und freue mich, Sie am 10. November wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. BISTV ist Ihnen präsentiert worden von Stilhaus, Minagi, NAV Group und bauschweiz.ch.